Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute spielen wir das Champions League Rückspiel Real Madrid gegen den FC Bayern München. Das Spiel findet am Dienstag, den 1. Mai statt. Ja, genau. Und wie ihr vielleicht jetzt merkt, bin ich heute alleine am Start. Mein Kollege ist heute leider krank. Deswegen spiele ich hier heute gegen den Computer auf Legende. Ich, in dem Fall Real Madrid. Ich habe das vorher ausgelost, wen ich hier spiele von den beiden Teams. Die Bayern jetzt hier auch nicht mit der richtigen Mannschaft. Hier, wir sehen Robben auf dem Platz, habe ich gerade entdeckt. Der wird wahrscheinlich nicht spielen in echt. Und wir gucken mal drauf. Es ist natürlich das so interessante, so wichtige Spiel für die Bayern, auch für Real Madrid natürlich, die das dritte Mal in Folge die Champions League gewinnen können. Und die Bayern kommen direkt mal mit Arjen Robben. Robben Ramos aber eiskalt verteidigt. Ja, das Hinspiel endete ja 2 zu 1 für Real Madrid bzw. 1 zu 2 in München. Diese zwei Auswärtstore geschossen. Vielleicht etwas glücklich, kann man vielleicht so sagen, oder einfach nur effizient. Sie haben vielleicht nicht ihr bestes Spiel gemacht, auch ein Cristiano Ronaldo nicht sein bestes Spiel, aber es hat gereicht. Und jetzt hier vor der heimischen Kulisse im Santiago Bernabéu will man das Ganze nach Hause fahren. Während Madrid jetzt vielleicht das erste Mal kommt mit Asensio raus auf Toni Kroos, der aber mit dem schlechten Pass genau in die Füße von Thomas Müller. Ja, die Bayern bauen auch ruhig auf. David Alaba spielt hier auch. Weiß nicht, ob der in echt spielen kann. Ich glaube auch eher nicht. Da habe ich jetzt leider nicht das Team der Bayern eingestellt. Ronaldo durch auf Kroos. Kroos in die Mitte zurück, Ronaldo. Süle verteidigt das Ganze aber sehr, sehr gut. Mit einer sehr, sehr guten Grätsche im letzten Moment geklärt. Nicht das 1 zu 0 für die Madrilen. Einwurf Asensio. Toni Kroos. Der ist ja eigentlich so sicher. In dem Fall jetzt auf Modric. Da ist Bale. Wieder raus auf Marcelo. Marcelo, schlechter Pass in die Mitte. Genau in die Füße können die Bayern umschalten. Grauenvoll von James Rodriguez, der den Ball direkt wieder herschenkt. Nächste Ballbesitzphase der Madrilen. Casemiro. Unten ist Gareth Bale, der heute von Beginn an mit dabei ist. Bale mit der Flanke. Die kommt aber auch eher so semi-gut. Robben klärt das Ding dann zum Einwurf. Groß, nächster Angriff Madrid. Marcelo mit dem Tor im Hinspiel. Richtig schöner Treffer gewesen. Muss man nahtlos anerkennen. Sehr, sehr schöner Distanzschuss. Modric im Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo behauptet sich jetzt einmal gegen Martinez. Immer noch Ronaldo. Ronaldo, der kommt durch. Und den habe ich ehrlich gesagt sogar schon drin gesehen. Also das war eine Riesenchance. Ich glaube auch Manuel Neuer steht da im Tor, oder? Ne, es ist Ulreich. Okay. Sonst hätten wir ja, weil Manuel Neuer spielt definitiv nicht. Das ist sicher. Und das war eine gute Chance von Cristiano Ronaldo. Ja, die Bayern tun sich hier noch extrem schwer. Also man hat ja gesagt, man kann das hier gut schaffen. Das können sie auch, aber so bisher nicht. Das ist bisher gar nichts. Kommen jetzt aber mal mit Franck Ribéry. Ribéry immer noch am Ball in die Mitte auf Lewandowski, James. Sie halten jetzt mal so ein bisschen den Ball jetzt mal in die Box gespielt. Und der erste Distanzschuss von James. Aber den holt Keylor Navas relativ sicher da raus. Geht da kein Risiko ein. Ecke Bayern. Alaba kurz auf Ribéry. Ribéry. Ja, tanzt da so ein bisschen mit der Verteidigung von Madrid. Robben. Kurz abgelegt auf Süle. Alaba spielt den steil rein. Da ist Lewandowski. Was macht er nochmal zurück? Martinez, noch ein weiter. James, aber das dauert für mich alles ein bisschen zu lang. Ein bisschen klein, klein. Der Bayern jetzt hier. Robben. Und dann ist er letztendlich auch weg. Und jetzt der Konter der Madrilenen mit Modric und Kroos. Und der schickt Cristiano Ronaldo. Ronaldo auf Asensio, der lässt Kimmich aussteigen. Asensio, Asensio, aufpassen, Bayern. Und da ist er drin. Marco Asensio, 1-0 Real Madrid. Und das ist ganz, ganz bitter für die Bayern. Es war wieder der Konter der Madrilenen, wie schon aus den Hinspielen. Sie sind so eiskalt. Hier, stark nach außen gezogen, Marco Asensio. Und dann in die lange Ecke. Machtlos ist Ulreich da definitiv. Wir schauen nochmal drauf.
Ja, den kann er nicht halten. Er ist fast sogar noch dran mit den Fingerspitzen. Das wäre natürlich eine absolute Glanzparade gewesen. Aber so steht es 1:0 für Real Madrid nach 33 Minuten. Und die Bayern, ja, die müssen jetzt nach wie vor hier zwei Tore schießen. Aber das wäre dann nur die Verlängerung. Also drei braucht man jetzt zum Weiterkommen. Zwei, wie eben gerade gesagt, für die Verlängerung. Aber aktuell gefallen mir die Bayern hier überhaupt nicht. Die kriegen gar nichts hin bisher. Also das ist wirklich kläglich. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Oder dann auch in der zweiten Halbzeit. Findet Jupp Heynckes die passenden Worte? Ja, schwierig gegen so ein gut aufgelegtes Real Madrid hier, die hier wirklich heute sehr viel Ballbesitz haben. Und das Spiel einfach beruhigen und jetzt natürlich auch die Zeit für sich laufen haben. Modric. Raus auf Asensio. Da ist Ronaldo gegen Hummels. Hummels macht das gut. Ich wollte erst Süle sagen, habe dann aber gemerkt, dass es Mats Hummels ist. Ah, gut, Martinez, Modric dazwischen. Also resolut von Real Madrid, die machen das hier richtig stark. So wird hier nicht wirklich was anbrennen. Lewandowski mit Ramos, gutes Doppelpassspiel, aber dann kommt Sergio Ramos dazwischen, war dann sogar noch ein Foul von Lewandowski. Ja, dass er jetzt abgepfiffen wurde. Ramos raus auf Marcelo. Der noch mal ein weiter raus auf Asensio. Und der spielt einfach mal steil in die Spitze auf Ronaldo. Und er nimmt das ganze Tempo mit, rennt an Niklas Süle vorbei. Ronaldo geht nach innen. Ronaldo probiert den. Abgeblockt. Und Ribéry klärt das Ding raus. Und dann ist Halbzeit. Also die Bayern müssen sich hier deutlich mehr einfallen lassen. Es ist eine grauenvolle Partie der Münchner. So schlägt man Real im Bernabeu nicht, so kommt man nicht ins Champions League-Finale. Absolut nicht. Also, wir sehen, dass hier keine Wechsel bei beiden Teams. Heynckes anscheinend, ja, weiß nicht, der hat da versucht, über die richtigen Worte zu kommen, nicht über eine personelle Entscheidung. Madrid natürlich auch ohne Wechsel, die spielen das ganz gut. Die sind damit zufrieden, so wie es läuft. Das reicht denen heute völlig aus. Cavarral raus auf Bale. Madrid will genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Mal Bale auf Cavarral. Cavarral, der kommt. Aber viel zu weit zurückgezogen. Und jetzt aufpassen, dass sich da nicht die Konterchance für die Bayern entwickelt. Casemiro fängt den aber sehr, sehr souverän ab. Casemiro erneut raus auf Gareth Bale. Und wieder ist das zu einfach. Alaba, der macht ja überhaupt kein gutes Spiel. Bale. Bale zieht nach innen. Bale, der ist stark. Ribéry. Und jetzt gibt es Elfmeter für Madrid. Und da müssen wir nochmal drauf schauen. Also, ich weiß es nicht. Bale liegt hier am Boden. Was gibt es? Es gibt die gelbe Karte für Franck Ribéry. Ich möchte trotzdem unbedingt nochmal drauf schauen. Bale humpelt. Scheint da wohl doch richtig erwischt gewesen zu sein. Er spielt auch ein bisschen den Ball. Also, ist kritisch. Schwere Entscheidung kann man aber, denke ich, geben. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Und er ist drin. Eiskalt. Und jetzt trifft er auch gegen die Bayern. Und es steht 2:0 für Madrid. Und es ist wahrscheinlich die Entscheidung in diesem Champions League-Spiel. Madrid wahrscheinlich. Das dritte Mal in Folge im Champions League-Finale. Aber wie antworten jetzt die Bayern? Also die kommen hier auch wieder gar nicht gut aus der Halbzeit. Das ist heute einfach nicht deren Spiel. Robben. Martinez. Robben, langer Pass, abseits. Ja. Es ist verflucht. Lewandowski auch schon kein gutes Hinspiel gemacht. Muss man einfach klar sagen. Die müssen aufpassen jetzt. Auch in echt natürlich. Jetzt sowieso. Weil jetzt ist es sowieso schon fast vorbei. Casemiro, Modric, Cristiano Ronaldo. Macht auf jeden Fall auch ein besseres Spiel als im Hinspiel. Carvajal schickt Toni Kroos. Toni Kroos, was macht er? Oh, er verzögert den Klasse und dann schickt er außen Bale. Bale jetzt gegen Martinez und Alaba. Ist das schlecht von Bayern 3-0, Casemiro. Boah, war das grandios gespielt. Aber wie schlecht das auch verteidigt war hier von den Bayern. Wir schauen drauf. Och, drei Mann und der kommt da komplett durch und Casemiro steht da auch noch komplett alleine. Also die Abwehr der Bayern, das Abwehrverhalten,
Das ist heute nicht Champions League-like, das ist eher Zweitliga-like. So klar muss man das hier heute einfach mal sagen. So kann man Real Madrid nicht bezwingen und das tun sie hier auch absolut nicht. Und wieder Alaba. Also der macht ein so schlechtes Spiel für mich hier heute. Bale, der kommt mit richtig Tempo. Gareth Bale, der hat jetzt richtig Bock. Bale, geht da durch. Bale! Und dann haut er den da in den Knick. 4:0 Madrid. Und jetzt wird es eine Demütigung für die Bayern. Also das ist der Wahnsinn. Bale im Hinspiel, nur auf der Bank. Unter Zinedine Zidane bei Madrid eigentlich nicht so wirklich in der, ja, sagen wir mal, besten Zeit seiner Karriere. Aber hier dreht er völlig auf. Kloppt den da wunderschön oben in den Winkel. Also nicht ganz, aber doch, der geht schon in den Winkel. Richtig starkes Ding. Gareth Bale, Ulreich erneut machtlos. Wir sehen Zinedine Zidane. Der freut sich. Er nickt ab und sagt auch: Jungs, wir stehen im Finale der Champions League. Und Bayern jetzt hier irgendwie noch mal ein bisschen Schadensbegrenzung machen, sich nicht jetzt komplett abschießen lassen. Es ist die Demütigung schlechthin, das ist schon mal jetzt klar. Ja, das werden die deutschen Medien auch morgen berichten, beziehungsweise alle Medien. Dass die hier so untergehen, hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Aber es ist halt einfach auch wirklich nicht gut, was sie da abliefern. Und Madrid hat natürlich jetzt weiter Bock. Die wollen den da jetzt richtig einen auswischen. Groß auf Asensio. Der raus auf Marcelo. Asensio. Und dann steht Robben. Glücklich im Weg, möchte ich schon fast sagen. Weil wirklich stark verteidigt war das jetzt auch nicht. Hat dann einfach Glück, dass er den Ball vor die Füße kriegt. Müller. Lang nach vorne. Aber der geht nur auf Marcelo. Also der ist so schlecht gespielt von Müller. Asensio. Raus auf Bale. Oh. Der zieht schon wieder nach innen. Gareth Bale. Durch. Aber Hummels grätscht ihn ab. Aber ich glaube, es wäre auch abseits gewesen. Und jetzt mal eine Konterchance für die Bayern. Robben mit Robert Lewandowski. Aber Robben abgekocht von einem Weltklasse spielenden Sergio Ramos. Also Bayern machtlos. Anders kann man es nicht sagen. Ronaldo mit Bale. Und Bale vernascht schon wieder Alaba. Vernascht alle. Und dann steht, glaube ich, Hummels im Weg. Blockt den Schuss ab. Casimiro. Und Madrid ist hier rein am Anlaufen. Als würden die hier 4-0 zurückliegen und wollen das hier noch drehen. Oh, Ronaldo, der macht sie jetzt alle nass. Ronaldo. Und dann haut er den an die Latte. Eieiei. Also die Bayern gucken nur noch zu. Es ist eine Schmach der Münchner hier. Also wirklich erschreckend schlecht. Groß. Wieder stark erobert. Also. Die Madrilenen hören und hören nicht auf. Da tun einem die Bayern ja schon fast leid. Wieder Alaba, der den Ball verliert. Hat dann Glück, dass der Ball schon im Aus war. Jetzt wechseln die Bayern. Martinez geht vom Platz. Neu auf dem Feld jetzt Rudi. Na, ob der das Ruder jetzt rumreißen wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber naja, 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Machen die Bayern noch das Ehrentor oder gibt es die komplette 4-0-Klatsche hier heute? Lewandowski mit Casimiro und da kommt Gareth Bale. Und den kriegen sie ja heute sowieso nicht gestellt. Bale mit Ronaldo. Das ist viel zu einfach. Das sind zwei Pässe. Da kommt Bale durch. Bale, Bale. Ulreich Glanzparade. Richtig stark gehalten. Aber der ist noch warm. Asensio doch nicht. Ist abseits. Es war abseits. Asensio. Also das hätte auch das fünfte jetzt durchaus noch sein können. Aber es war es halt nicht. Und so wird es jetzt gleich den Abpfiff geben. 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Bayern noch einmal vielleicht mit einem Angriff. Kroos, der kocht den Rudi da auch noch richtig eiskalt ab. Und Hummels, das erste Mal, ich glaube in der 92. Minute, mit einem richtig guten Zweikampfverhalten. Also, das fällt ihm ja früh ein, könnte man schon sagen. Und jetzt Bayern nochmal mit dem Ball. Aber auch da wäre Bale dazwischen. Und jetzt ist hier Schluss. Es ist vorbei. Der Trippeltraum der Bayern ist geträumt. Ja, Zidane war hier noch bei Jupp Heynckes, der nicht original aussieht, aber es ist aus Bayern. Also, und man kann nur sagen, absolut verdient. Also, bärenstarker Auftritt der Madrilenen, grottenschlechter Auftritt der Münchner.
Das war wirklich gar nichts. Also von der Skala von 1 bis 10 war das eine klare 1. Das war wirklich so schlecht. Also ja, in echt ist halt die Frage. Das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, denke ich mal. Da werden wir belohnt wieder wie im Hinspiel mit relativ gutem Fußball. Das ist das Beste, was es in Europa gibt. Vielleicht sogar auf der Welt. Das wird einfach nur ein Hammer-Fußballspiel werden. Wer wird sich da durchsetzen? Ja, Madrid jetzt mit der guten Ausgangsposition. Aber ja, die sind trotzdem noch nicht durch. Die Bayern haben das für mich im Hinspiel besser gemacht. Die haben ein gutes Fußballspiel gemacht. Nur die haben die Tore nicht geschossen. Wenn sie das jetzt in Madrid genauso umgesetzt kriegen, denke ich sogar, dass Bayern sich da durchsetzen könnte. Aber Madrid ist auch einfach abgezockt. Das muss man halt auch sagen. Ich glaube aber letztendlich, Bayern fliegt raus. Real Madrid setzt sich das dritte Mal in Folge jetzt durch und landet das dritte Mal in Folge im Champions League Finale. Dort geht es dann eventuell gegen Liverpool oder gegen Rom. Das wird auch auf jeden Fall spannend. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Bis zur nächsten Folge und ciao.